Und Christoph Kühn im zweiten Anlauf. Dann doch mit der Führung für den HC Empor Rostock 6:7. Und von der Außenposition Hannes Lemke mit dem Ausgleich 7:7. Philipp Min verzieht und der Konter auf der Gegenseite von Konrad Lange entschärft von Johnny Hagen. Und wieder setzt er sich bei Einzelleistung durch Christoph Köhn mit dem 8:7. Für HC Empor Rostock. Nur ein Fehlpass von Post Schwerin. Und schöner Block von Post-Schwerin und Quetnau holt den Ballbesitzer raus. Und jetzt mal ein schneller Angriff von Post-Schwerin. Alex Wirth knallt das Ding an den Pfosten. Und so wieder Ballbesitz für Empor Rostock. Der Ball ist verloren und der Konter scheitert am Schiedsrichter. Rudolf Schulz stolpert über den Unparteiischen. Und so bleibt der Konter ungenutzt und es ist wieder Ballbesitz für den Empor Rostock. Und Philipp Mint mit einer Einzelleistung zur ersten Zweitoreführung für Empor Rostock 7:9. Und Konrad Lange scheitert erneut am Keeper der Rostocker. Und nun der Konter über die Nummer 10 des SV Post Schwerin. Björn Wenske erfolgreich abgeschlossen. 8:9. Sieben Meter Entscheidung für den HC Empor Rostock.
an den 7-Meter-Punkt tritt Benny Holz und der Trainer gegen Erik Quednau im Tor des SV Post Schwerin. Und das war übertreten. Das Tor zählt nicht und somit Ballbesitz SV Post Schwerin. Und die Chance zum Ausgleich, aber Björn Wenske konnte den Ball nicht fangen. So ist es wieder Ballbesitz im Porostock. Und der Schuss von Kevin Paul geht an die Latte und erneut die Chance für Post Schwerin zum Ausgleich. Alex wird mit dem Pass an den Kreis, der kommt nicht an und der Konter für Empor läuft, aber der Pass ist zu weit für Paul Kevin und er muss erstmal wieder zurück, solange Post in einer temporären Überzahlsituation und er setzt sich durch. Björn Wenske. Und erzielt den Ausgleich und es gibt eine 2-Minuten-Strafe gegen Holz. Der Versuch von Mint von der Außenposition bleibt hängen. Ein Stürmerfoul wurde entschieden. Ballbesitz Post Schwerin. Oh, klasse Kombination gespielt, abgeschlossen von Schulz zum 10-9 Führung für Post Schwerin. Und Kühn scheitert am Pfosten, nachdem er sich schön frei gespielt hatte. Und so bleibt es beim 10-9 für Post Schwerin.